Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar machen wir heute einen 24-Stunden-Marsch. Und zwar dachte ich mir so, Sascha Huber hat es mal vorgemacht, 24 Stunden nur laufen, irgendwo hin, einfach ohne Pause. Und da dachte ich mir, pack's ein paar Sachen zusammen, ohne Vorbereitung, ohne jegliches extra Equipment. Ich habe mir einfach bloß ein bisschen was zu essen gemacht. Zwei, drei Schnitten, ein bisschen Obst. Dann habe ich mir so eine Art kleines Schweißhandtuch eingepackt. Eine Jacke, weil es ist sehr frisch jetzt noch. Und genau, eine Flasche zu trinken. Ein Becher Kaffee, weil ohne Kaffee früh lieber mal nicht, würde ich sagen. Und habe ich mir dann meine Kamera genommen, wo ich das jetzt alles aufnehme. Und dann habe ich mir noch meine Smartwatch genommen, damit ich euch Zeit immer genau durchgeben kann. Wir haben es jetzt genau 23.48 Uhr. Das heißt, ich werde 50 loslaufen, ein, zwei Stunden, bis es hoffentlich dann so um 2, um 3 hell wird. Und dann werden wir über die Landstraßen Richtung Torgau gehen und mal gucken. 3, 2, 1, go! So, also wie gesagt, ich laufe jetzt erstmal ein bisschen durch die Stadt und da müssen wir erstmal warten, bis es hell wird, weil ihr seht mich auch nicht konkret, aber wie gesagt, ich will es versuchen, in alle zwei Stunden ein kleines Feedback zu geben, wie es läuft, was ich vielleicht alles mit in meinem Rucksack drin habe und genau, was ich so für Schmerzen verspüre, was ich vielleicht für neue Gedanken drin habe. Das kann ja auch sein. Oder was das mit der Person vielleicht an sich macht, das werden wir alle sehen. Ne? Ich laufe jetzt erstmal durch Wurzen. So, es ist jetzt 1.55 Uhr und ich muss ein bisschen leiser sprechen, weil und sonst die ganzen Leute hören. Was mir jetzt nach zwei Stunden Laufen aufgefallen ist, das einzige Problem, was ich bis jetzt erkannt habe, ist, dass es zwischen den Beinen reiben könnte unten am Glied. Ja, aber ansonsten ab und zu mal einen Igel gesehen, Marder und sowas, noch nichts Weltbewegendes. Das heißt, ich renne hier einfach erstmal sinnlos durch die Stadt rum, bis es hell wird, bis ich dann auf die Landstraßen kann und zu weiteren Städten. Und warum ich das mache und, erkläre ich euch dann, wenn es hell ist, wenn ihr erstmal mich auch generell komplett seht und ich nicht im Dunkeln irren muss. Ja, also geduldet euch bis dahin. Bis dann. Leute, ich habe zu euch gesagt, es gibt frühen Kaffee, weil ansonsten geht nichts bei mir. Aber den muss ich leider jetzt schon nehmen. Weil ansonsten, oh Gott, nee, weiß ich auch nicht, aber den brauche ich jetzt einfach. Stößchen. Ah, geil. So Leute, und zwar, da hinten wird es jetzt ein bisschen heller. Es ist zwar noch sehr dunkel, aber ich sehe, es wird ein Müh heller schon und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, Wurzen zu verlassen und nicht mehr ewig in der Stadt rumzulaufen und ja, werde jetzt Wurzen verlassen und jetzt langsam auf die Landstraße drauf zugehen. Auf geht's! So, wir haben es jetzt 3.53 Uhr und sind bei 17 Kilometer. Und habe mich dazu entschlossen, nicht weiter raus zu laufen auf den Landstraßen, weil es ist einfach zu gefährlich. Das Wild läuft einfach immer noch draußen rum und es ist immer noch sehr dunkel. Wenn es hell ist, geht's los, geht's richtig los. Weil nicht, dass ich meine eigene Gesundheit und mich selbst gefährde, ist es wahrscheinlich das Beste so, dass ich einfach noch warte, damit es einfach noch ein bisschen heller wird und ich dann somit auf die Landstraße endlich kann.
wir haben es jetzt 6.46 Uhr und ich bin gelaufen. Bis jetzt bin ich bei 30 Kilometern. Also Freunde, ich muss euch als allererstes sagen, ich bin erstmal froh, dass es einigermaßen hell geworden ist. Weil bei der Dunkelheit jedes kleinste Geräusch, da wollte ich nicht lang gehen, da hatte ich wirklich ein bisschen Angst. Nee, also da war ich froh, wo dann wirklich die Morgendämmerung richtig durchgekommen ist, wo man dann wirklich mal etwas wieder gesehen hat und die Dunkelheit weg war. Also das ist schon mal wirklich Punkt 1. Punkt 2 ist, ich bin froh, dass ich eine Jacke angezogen habe dann. Bei 16, 17 Grad, okay, da kam ein leichter Wind und da dachte ich mir, ich ziehe meine Jacke doch an. Also immer wichtig, eine Jacke mitnehmen. Das dritte ist, ich habe dieses Projekt wahnsinnig unterschätzt. Ich bin jetzt schon 30 Kilometer gelaufen und ein bisschen was über 6,5 Stunden. Und meine Fußsohlen, die fangen jetzt langsam an mit Brennen. Und ich muss sagen, meine Fußgelenke, die verdichten sich jetzt allmählich. Also die machen langsam zu. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie es aussieht, wie es aussehen wird, wie es weitergeht, wann ich aufhöre, ob ich durchziehe. Das wird sich jetzt herausstellen. Die Strecke und die Zeit nehme ich auf mit der Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Und mein Kamera-Equipment, beziehungsweise meine Kamera, ist die Sony ZV-1. Das verlinke ich euch alles in der Beschreibung unten, falls ihr Interesse habt, falls ihr es nachlesen wollt. Und falls euch das Video gefällt, lasst ein Abo da, falls ihr Fragen habt oder sonstiges, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wir machen weiter. Let's go! Hast du den Traum von einer anderen Welt? Von einer Welt nach deinen Vorstellungen? Dann baue sie auf, diese Welt. Schaffe und forme sie, bringe selbst Veränderungen und blicke nicht tatenlos aus dem Fenster. Denn du bist es, der die Welt verändern kann. Du brauchst nur den Mut dazu. Ihr müsst wissen, es kommt nicht darauf an, wie viel ihr wiegt, ob ihr ein Sixpack habt, was ihr für einen Körperfettanteil habt. Das ist alles nicht relevant. Wichtig ist einfach nur, dass ihr durchzieht, dass ihr durchhaltet und wenn es weh tut, trotzdem weitermacht. Eure mentale Stärke, euren Willen, euren eigenen Willen, dass ihr den selber erstmal weckt und dass ihr den herausfordert und zeigt. Und dann haben wir noch die Frage, warum ich das mache? Warum mache ich das? Warum tue ich mir das an? Warum stelle ich das hoch? Mir ist es egal, ob das 20.000 sehen oder ob das 20 sehen. Wenn die 20 Leute das jetzt Motivation brauchen, wenn die dadurch sehen, für normale Menschen mit normalem Alltag ist das auch möglich, dann habe ich damit schon mein Ziel erreicht. Mir geht es nicht um Klicks. Mir geht es nicht darum, dass das die ganze Welt sieht. Mir geht es darum, dass das die richtigen Leute sehen, die das auch brauchen. Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass es die richtigen Leute sehen. Ob das Video durch die Decke geht oder nicht. Ob das vielleicht bloß 2-3 Leute sehen. Wichtig ist, dass die 2-3 Leute daraus was mitnehmen. Dass sie sehen, es ist alles möglich, auch für normale Menschen. Vielleicht nicht ganz durchtrainierte, aber dass alles möglich ist. Aber wisst ihr, was auch ausschlaggebend ist für euren Erfolg? Dass ihr es erstmal versucht. Statt immer gleich Ausreden zu haben wie, ich habe keine Zeit, ich schaffe das eh nicht. Oder. Immer versuchen. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, du bist da, wo du vorher warst. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr davon sehen wollt, beziehungsweise ob ihr mehr solche Challenges sehen wollt oder Sportliches oder mehr ins Malerische. Kilometer. An mir brennt alles, das ist Wahnsinn, ey. Das Schlimmste sind die Schuhsohlen unten, die Fußsohlen. Und danach kommen die Gelenke. Oh, nee. Was ich auch noch erwähnen will, ist, man kann das ohne Vorbereitung machen. Wie ich, wie Sascha und wer weiß wer noch. Aber es ist nicht empfehlenswert, weil man sich da auch Verletzungen hinzufügen kann. Am besten wäre es,
wenn man sich darauf vorbereitet. Aber ich wollte es ohne Vorbereitung machen, als Selbstexperiment. Ich gebe zu, ich hätte vielleicht besseres Schuhwerk anziehen sollen. Oder etwas nicht so billiges, sondern vielleicht etwas teures. Weil dann tut man seine Gelenke schon am Fuß und seine Fußsohlen und generell die Gesundheit. Aber ich habe halt auch billige Träder und ich wollte es mit billigen Trädern versuchen. Denn meistens liegt es nicht am Equipment, sondern dass man es erstmal überhaupt macht und einfach mal durchzieht. Denn unser Körper ist so belastbar, das kann sich kaum einer vorstellen. Denn es kommt nicht darauf an, wie teuer deine Ausstattung ist oder was du für Klamotten anhast, wie ich schon sagte, sondern wie du mit deiner Ausrüstung klarkommst und wie du sie einsetzt. Ich bin ehrlich, ich denke eigentlich ans Aufgeben, aber meine Beine tun weh komplett, meine Füße tun weh, meine Fußsohlen tun weh, meine Fußgelenke tun weh, einfach meine ganzen Beine tun weh, ey. Oh. Jeder einzelne Schritt ist eine Qual jetzt nur noch und ich habe euch gemerkt, auf Beton laufen ist noch schlimmer, also lieber ab und zu mal aufs Gras, da ist weicher, da tut man den Fuß ein bisschen entlasten, aber jetzt Schritt für Schritt wird es immer schwieriger. Ich habe eigentlich keine Lust mehr, aber ich will auch nicht aufgeben. Lass uns jetzt einfach nochmal durchziehen. Let's fucking go! Ich habe die 24 Stunden nicht geschafft. Ich habe ein bisschen was unter der Hälfte gebraucht für ein bisschen was über 50 Kilometer, was vom Schnitt her gut ist. Ich persönlich für mich bin jetzt nicht ganz zufrieden. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass ich 100 Kilometer schaffe. Aber es ist einfach nicht dazu gekommen, weil was ich sehr unterschätzt habe, die ganze Challenge am Ende, oder ich sag mal ab 30 Kilometer oder ab 40 Kilometer circa, jeder Schritt tut dann einfach immer mehr weh. Ich hab's gemerkt bei mir an den Fußsohlen und an den Fußgelenken und an die Sehnen. Das hat sich immer mehr verdichtet. Die Fußsohlen haben gebrannt und jeden Schritt, den du machst, brennt es immer mehr. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, hol mich ab, das geht einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr. Hat leider nicht geklappt. Es war für mich eine Erfahrung. Riesengroßen Respekt auch an Sascha Huber und jeder, der es auch schafft. Aber ihr seht auch, was möglich ist, wenn man sich nicht vorbereitet und wenn man ein ganz normaler Mensch ist, der einen ganz normalen Job hat und sowas wie YouTube oder irgendwelche sportliche Aktivitäten oder sonst auch irgendwas nur nebenbei macht, neben seinem Hauptberuf. Es kommt am Ende immer auf euch drauf an. Auf eure Willensstärke, auf euren inneren Geist und auf euren Willen. Denn wenn du einen unschlagbaren Willen hast, kann dich keiner schlagen und aufhalten. Ich habe die Challenge leider nicht geschafft, aber wenn ich das vielleicht ein zweites Mal mit ein wenig Vorbereitung versuchen soll, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr was anderes sehen wollt oder irgendwelche Fragen habt, schreibt es auch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Mein Name ist PayJay, Maler von Beruf und von Sport habe ich auch ein wenig Ahnung. Macht's gut, Leute. Ciao.